Herzlich willkommen zur diesjährigen Präsentation der Literaturzeitschrift Wortlaut Literatur in Franken. Dazu begrüße ich die Redakteurin Madeleine Weishaupt. Und ich begrüße dich, Siegfried Strassner, der ebenso zur Redaktion gehört. Und wir begrüßen natürlich auch das zahlreich anwesende Publikum und alle Autorinnen und Autoren, die heute Abend bei uns sind und verweilen. Oder eben nicht sind. Die Tische sind leer, die Stühle sind leer. In diesem Jahr, wie so vieles, wird es leider keine Vor-Ort-Präsentation geben. Aber wir verzagen nicht, sondern es gibt einen Online-Auftritt. Dank den neuen Medien ist das ja möglich. Und wir danken schon mal allen Autorinnen und Autoren, die uns dafür ihre Lesung, ihren Kurzbeitrag zugesendet haben. Und das werden wir jetzt gemeinsam moderieren. Vielleicht noch für die Kamera, darum geht es. Das ist die Zeitschrift Wortlaut 26, erschienen im August 2020. Ausgabe gültig wieder bis August 2021. Praktisches Format A5, 140 Seiten und mit den Texten von 50 bekannten oder weniger bekannten Autorinnen oder Autoren mit regionalem Bezug, Bezug zu Franken, in Franken lebend oder mit fränkischer Thematik. Ja, und was auch immer mit dabei ist, sind prämierte Texte, neue Lyrik und Prosa aus Franken, könnte man das sagen, die nämlich vom, jetzt hänge ich wieder im alten Wort, Literaturpreis der Nürnberger Kulturläden, Siegfried, hilf mir. Der Fränkische Preis für junge Literatur in Franken. Genau, der wird jedes Jahr ausgeschrieben. Da haben wir auch wieder mitzureden, wir beide unter anderem. Und mich freut es immer, wenn die Texte auch mit hier drin vertreten sind. Und nicht zu vergessen zu erwähnen, das Covermotiv stammt diesmal von der Nürnberg lebenden Künstlerin Seijin Kim. Gut, wir wollen den ersten lesenden Gast begrüßen. Axel Görlach lebt als Autor und Sprachlehrer für ausländische Jugendliche in Nürnberg. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, veröffentlicht da und dort Anthologien und Zeitschriften, heißt das. Und wer über den Wortlaut hinaus noch mehr von ihm lesen möchte, 2021 erscheint sein aktueller Gedichtband Weil es keinen Grund gibt für Grund. Land, Name. Das Drehen der Windräder vor den Küsten, ist es Trance, Tanz oder eine Art Liebe zur Erschütterung, wenn mehr müde Wale ihre Körper auf den Strand werfen, klirren die Schaufenster ferner Städte. Ich höre Eisberge zwischen den Blocks, das Springen von Glas und Träumern knapp unterhalb der Bewusstseinslinie. Meines Fensters ziehen Linden und Fluss mit dir zum Meer. Hypnotisch hebt ein Schneelied an und ist kein schöner Land. November Rain. Wir hatten verdammtes Glück. Sturm fuhr in die Weiden und Eingeweide und schabte uns die Hoffnung von den Knochen wie Babys mit riesigen Augen auf zu großen Wickeltischen, ruderten wir verrückt mit den Armen, als es uns in die schwarz spiegelnde Strömung riss. Die Ufer schnellten vorbei, Krüppelbäume mit übergeworfenen Kapuzen schlossen die Reihen der Wächter, wir kreiselten im Sog.
aus splitterndem Atem und Schweiß. Wir hatten verdammtes Glück, dass es uns an der Biegung auf den Parkplatz spülte, die Türen sich öffnen ließen und wir erwachten im Knistern der Boxen. Beim Hochfahren der Anlage Gitarrenriffs beamten das brachiale Trommeln des Regens zurück in die Dunkelheit, von der uns nur ein Stück Blech trennte und das rhythmisch bunte Kunstwerk aufflammender LEDs im Equalizer. Verdammtes Glück, sagst du, wie immer, wenn wir beide noch einmal davongekommen sind. Zur Nacht. Laserstrahlen tranchieren den Himmel. Stücke aus Hitze fallen mir zu. Die Skyline eingeschlagen, in tiefschwarzen Filz, brütend und blickdicht. Nur selten das sehr schwache Leuchten unserer verschollenen Schiffe. Dann schreibe ich die Toten zurück mit ihren Träumen auf die Dächer und Decks. Und alles, was nicht war, hebe ich auf. Body Poetry. Spricht das Mondlicht dein Haar entlang, und wo es aufhört, erzählen deine Schultern weiter. Spricht das Mondlicht dein Haar entlang, und wo es aufhört, erzählen deine Schultern weiter. Spricht das Mondlicht. Theobald Fuchs, Jahrgang 1969, lebt in Nürnberg. Er arbeitet als promovierter Physiker, Autor, Kolumnist und Kritiker. Er veröffentlichte in Zeitungen, Zeitschriften und Anthologien. 2014 erhielt er den Jurypreis des Fränkischen Krimipreises. 2016 erschien sein Debütroman Niemand ruht ewig. Seine letzte Einzelveröffentlichung aus dem Jahr 2019 trägt den Titel Der zweite Krautwickel. Großmutters Raumfahrt. Am Ende zeigte sich, dass der Bürgermeister den Belastungen seines Amtes nicht gewachsen war. Der Bürgermeister des Dorfes, in dem meine Großeltern lebten. Ein winzig kleines Dorf im ostfränkischen Entwicklungsrückstandsgebiet. Wirtshaus, Kirche, eine einklassige Volksschule. Alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren hatten in ein und demselben Raum gesessen und waren von meiner Großmutter unterrichtet worden. Die gesamte erwachsene Bevölkerung des Dorfes hatte bei ihr Lesen und Schreiben gelernt, auch der Bürgermeister. Nur der Pfarrer nicht, der kam von außerhalb. Und weil er ein Lutherischer war, hatte er eine Ehegattin mitgebracht, die leider danach gierte, das Dorf zu beherrschen. Vielleicht, weil sie von ostpreußischem Landadel abstammte oder weil ihr Mann, der Herr Pfarrer, nie die vollständige geistige Autorität im Ort erringen konnte. Denn sein Nachname lautete Witzmann. Meine Großmutter saß bis ins hohe Alter selbst hinterm Steuer ihres Autos, aber ihre tiefsitzende Abneigung gegenüber dem bergaufwärts Anfahren konnte sie zeitlebens nie ablegen. Von Natur aus Feind jeglicher überflüssiger Körperbewegungen hasste sie diesen Vorgang aus ganzem Herzen, da er für ihren Geschmack zu viele koordinierte Griffe und Tritte gleichzeitig verlangte. Sachte das Gaspedal drücken, mit links das Lenkrad festhalten, rechts die Handbremse lösen, mit dem anderen Fuß die Kupplung kommen lassen, in den Rückspiegel schauen, hupen, blinken, den Benzinstand kontrollieren, das war zu viel auf einmal. Solcherlei Sklavenarbeit konnte sie mit ihrer Würde nicht vereinbaren. Dann verkaufte ein Bäuerlein, der von seinen beiden Hühnern nicht mehr leben konnte, ein großes Feld am Hang unterhalb des Waldrandes als Bauland
Und plötzlich kamen aus dem Weg, der bergaufwärts gesehen von rechts in die Straße zum Haus meiner Altvorderen mündete, regelmäßig andere Fahrzeuge heraus, die unverschämterweise Vorfahrt hatten. Meine Großmutter ließ sich das höchstens 3 oder 4 Mal gefallen, und ehe sie auch nur ansatzweise Übung im bergaufwärts Anfahren bekommen konnte, ging sie zum Haus des Bürgermeisters, klingelte und sagte zu dem guten Mann: »Martin, pass gut auf! Du musst deiner alten Lehrerin ein Vorfahrtsschild aufstellen. Du hast Zeit bis Montag.« Der Bürgermeister hob nur kurz die Augenbrauen, dann antwortete er so, wie er es gewohnt war: »Ja, Frau Fuchs.« Am Samstag stand das Schild, und die Schaulustigen, die sich darum versammelten, lobten die Ausführung durch den Gemeindearbeiter ebenso wie die Autorität meiner Großmutter und den Gehorsam des Bürgermeisters. Die einzige Person im Dorf, die sich empörte, war die Pfarrerin. Sie war neidisch, ganz schrecklich neidisch, war doch sie unter den Frauen die erste und wichtigste. Also machte sie sich auf zu besagtem Haus, um ebenfalls zu klingeln. Sie blickte streng in des Bürgermeisters Antlitz und sprach: »Bürgermeister, ich muss ein ernstes Wort mit dir reden.« »Ja, Frau Pfarrer, du kennst doch die Biegung des Flusses, nahe dem Auwäldchen, gleich da, wo das Pfarrhaus steht und wo eine Person, die hinüber zum anderen Ufer gelangen möchte, etwa zum Gasthof, zum Dorfladen oder zur Biberaufzuchtstation, einen unerträglich weiten Umweg gehen muss, da sich die einzige Brücke in der Mitte des Dorfes befindet.« »Ja, Frau Pfarrer.« »Ich denke, es ist höchste Zeit, dass du den Gemeindearbeiter losschickst, auf dass er einen Steg errichte und diesen üblen Zustand aus der Welt schaffe.« »Ja, Frau Pfarrer«, sagte der Bürgermeister. Er befürchtete, die Pfarrerin möge andernfalls ihrem Mann einen Hinweis geben, dass es an der Zeit sei, den Bierkonsum des Bürgermeisters von der Kanzel herab öffentlich anzuprangern. Nur 2 Tage, nachdem der Gemeindearbeiter den Steg errichtet hatte und die Pfarrerin nun trockenen Fußes über den Fluss wechseln konnte, wurde wiederum meine Großmutter beim Bürgermeister vorstellig. »Martin, horch her! Deine alte Lehrerin fürchtet sich nicht vor der Dunkelheit, aber allmählich sieht sie nachts nicht mehr so gut wie am Tage, und da irgendjemand auch noch spät abends die leeren Flaschen zum Altglas bringen und nach Farbe sortieren muss, brauche ich am Sammelcontainer eine Straßenlaterne. Kümmerst du dich da bitte darum?« »Ja, Frau Fuchs«, sagte der Bürgermeister und wählte die Nummer des Gemeindearbeiters. Derart ging es immer weiter hin und her, die Forderungen nahmen immer größere Ausmaße an. Der brave Gemeindearbeiter musste nacheinander einen dekorativen Brunnen in der Dorfmitte errichten, eine Umgehungsstraße asphaltieren, ein Klärwerk in die Landschaft setzen, ein Opernhaus hochziehen und einen Berg spalten, der für den Geschmack meiner Großmutter nachmittags eine Viertelstunde zu früh seinen Schatten auf die Terrasse warf. Als sich die Pfarrerin über das Gleißen des Vollmonds beklagte, der sie des Nachts vom wohlverdienten Schlafe abhielt, ertrug der Bürgermeister das Spiel nicht länger und erhängte sich im Werkzeugschuppen des Bauhofs. Er hinterließ einen Abschiedsbrief, der in krakeliger Kinderschrift um Verzeihung für sein Versagen warb und den meine Großmutter mehrere Rechtschreibfehler wegen nur mit einer 3+ bewertete. Der Gemeindearbeiter hingegen erwies sich als robuster und begann, aus dem Material der letzten Sperrmüllsammlung eine Rakete zu basteln. Seine ursprüngliche Absicht war, sich das Problem Mond zunächst aus der Nähe anzusehen, um in der Folge einen Plan zu dessen Abschaltung zu entwickeln. Doch dann funktionierten seine Feuerrohre so hervorragend, dass er ein hochdotiertes Angebot aus den USA erhielt, welches er unmöglich ablehnen konnte. Er stellte zum Abschied eine Flasche Bier auf das Grab des Bürgermeisters und wanderte aus. Und immer wenn sich die Erzählung meiner Großmutter, während ich auf ihrem Schoß saß und gespannt lauschte, dem Ende näherte, machte sie eine kurze Pause. Dann raunte sie, sein Name aber lautete Wernher von Braun. Iwona Lompart wurde im masurischen Giszczko in Polen geboren. Seit 2005 lebt sie in Nürnberg als Kulturpädagogin und Kulturvermittlerin. Sie leitet interkulturelle Projekte und unterstützt die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Krakau. Außerdem ist sie mit ihrer Kamera in wenig bekannten europäischen Ecken unterwegs. Ihre
lyrischen Notizen, so sagt sie es selbst, entstehen zwischen zwei Sprachwelten. Dzień dobry und guten Tag. Ich heiße Iwona Lompart und werde aus letzten zwei Ausgaben von Wortlaut vorlesen. Da ich zweisprachig schreibe, werden Sie ab und zu auch Klang der polnischen Sprache hören. Ich fange mit Zanim, before, an. Before. Das Echo lässt schon die Stille zu. Schleicht sich jetzt an dein und mein Gedächtnis heran und fegt die Möglichkeit ab, seinen Namen mit Erinnerung auszutauschen. Bevor es die Frage vervielfacht, war dieser Augenblick gewesen, była ta chwila, und welche von meinen Wiederholungen hat noch ein Bestehen? I które z moich powtórzeń jest jeszcze istnieniem? Między, zwischen. Zwischen den Augenblicken fassen goldene, verträumte Walfische unsere Füße an auf dem Ozean der Nacht. Między chwilami złote, senne wieloryby dotykają naszych stóp na oceanie nocy. Die Tage legen ihre Bemessung der Werte vor. Dni układają się o zapłatę. Wir tropfen uns die künstlichen Tränen in die Augen, schauen in den Himmel. Zakrabiamy sobie do oczu sztuczne łzy, patrząc w niebo. Brücken aus Worten über Tisch und Bett gelegt. Mosty ze słów, przerzucone nad stołem i łożem. Zwischen den Augenblicken fassen goldene, verträumte Walfische unsere Füße an auf dem Ozean der Nacht. Die Tage legen ihre Bemessung der Werte vor. Wir tropfen uns die künstlichen Tränen in die Augen, schauen in den Himmel, Brücken aus Worten über Tisch und Bett gelegt. Żuczek, Käferlein. Käferlein. Finkbeinige Reisende im Land der ungezäumten Veränderungen. Er läuft auf den blauen Hintergrund des Bildschirms, seine Fühler bewegend. Ich will ihn fragen, wie geht es dir in diesem digitalen Biotop? Er fragt mich danach. Nicht? Michael Zeller hat eine lange Nürnberger Vergangenheit. Er lebt seit 1998 in Wuppertal. Romane wie Café Europa und Fallspiele sind erschienen. Er war Gast in der Literaturresidenz in Charkiw und dabei entstand der Band Die Kastanien von Charkiw, Mosaik einer Stadt. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ich bin Michael Zeller und lese Ihnen jetzt eine kleine Geschichte vor, die sich vor kurzem hier bei uns zugetragen haben könnte. Sie heißt Ein Neuer. Die Geschichte steht in meinem Corona-Logbuch, das ich seit dem vergangenen März regelmäßig führe.
das Logbuch trägt den Titel, was alles wir der chinesischen Fledermaus verdanken. Vielleicht ist Ironie ja nicht die wirkungsloseste Medizin gegen diese Pandemie, die uns alle schon seit einem Jahr im Würgegriff hält. Ein neuer. Klar, dass Lydia sich jetzt erstmal fragte, wieso der neue Kollege ausgerechnet sie mit eingeladen hatte, obwohl sie in verschiedenen Abteilungen arbeiteten und sich nur hin und wieder mal zufällig auf dem Büroflur oben über den Weg liefen. Hoffentlich war sie nicht rot geworden, als er sie zu einem Umtrunk mit ein paar Leuten der Firma bat. Nichts Besonderes. Er feiere bloß seinen Geburtstag, sein erster Geburtstag in ihrer Firma. Er müsse ja erst noch Fuß fassen hier. Hans-Gerd, dieser junge Neue, war ihr schon ziemlich bald aufgefallen, seit er zu ihnen gekommen war. Mit den langen, blonden Locken und dem leicht schlenkernden Gang erinnerte er Lydia an jemanden, sie wusste nur noch nicht an wen. Ein hübscher Bursche, anders als die anderen hier. Wie sie denn zu der Ehre komme, wollte sie fragen, ein bisschen schnippig und um Zeit zu schinden. Aber zum Glück schluckte sie das runter und sagte gleich zu. Nach Büroschluss also im Waldschlösschen oberhalb der Stadt ein kleines kollegiales Beisammensein. Sie war gespannt darauf, dem neuen Kollegen etwas auf den Zahn fühlen zu können. An sich war der schon ihre Kragenweite. Sie spürte, wie es kribbelte in ihr, je näher der Feierabend heranrückte. Sie holte ihre Reservebluse aus dem Schrank und verschwand damit für eine Weile auf der Toilette. Sie schloss sich ein, um sich in Ruhe fertig machen zu können. Sie schminkte sich, zog kräftig die Lippen nach, wie sie das sonst im Büro nie tat. Beim letzten Blick in den Spiegel war sie ziemlich zufrieden mit sich. Auch etwas fremd. So sorgfältig hergerichtet hatte sie sich schon lange nicht mehr gesehen. Das steigerte gleich ihre Laune. Lydias kleine Aufgeregtheit vor der Begegnung mit diesem Hans-Gerd schlug um in Unternehmungslust. Na, da wollen wir doch mal schauen, was der neue Kollege so zu bieten hat. Mit schwungvollen Schritten ging sie auf das Waldschlösschen zu, doch als sie die ersten Gäste am Eingang sah, erstarrte sie. Ein hektischer Griff in die Handtasche, daran hatte sie jetzt keinen Gedanken mehr verschwendet. Gott sei Dank. Dieses lästige Ding steckte in dem Seitenfach der Tasche. Wenigstens musste sie nicht umkehren. Aber ihr schönes Lippenrot, ach, alles für die Katz. Das würde hinter dieser hässlichen Papiermaske verborgen bleiben. Lydia warf den Kopf in den Nacken. Jetzt müssen es eben meine Augen reißen. Ja, das war die Geschichte. Hoffentlich hat sie Glück dabei, unsere Lydia. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt bei Laune und lasst euch nicht unterkriegen. Es lohnt sich. Matthias Kröner wurde 1977 in Nürnberg geboren. Heute lebt und arbeitet er als Autor, Journalist, Redakteur und Lyriker in der Nähe von Lübeck. Er ist Herausgeber und Mitautor der Reiseführerreihe Stadtabenteuer. 2019 war er Literaturstipendiat der Kulturstiftung des Landes Schleswig-Holstein. 2021, mitten in der Corona-Welle,
realisierte er sein Newsletter-Projekt Lyrische Post, 100 Gedichte an 100 Tagen. Wüste 1. Der Rufer kämpft gegen den Wind und den Sandsturm und die Kälte der Nacht und die Hitze des Tages, wenn das Wasser knapp und die Weite der Worte groß ist. Doch am meisten kämpft er gegen die Einsamkeit in sich selbst und die Sätze, die klar und still werden und nicht mehr zurückgenommen werden können, weil er sich sicher ist, dass der Raum sie schluckt. 2. Er weiß nicht, dass der Wind seine Worte weiterträgt und die Kälte der Nacht kleine Oasen aus ihnen spannt und sie Ohren erreichen, unter Zelten zum Schutz vor Kojoten, die weiterziehen mit den Karawanen und den Kamelen und den Kometen über ihm. Die Toten aus zwei Kriegen. So viel ungelebtes Leben. So viel Weltgeschichte, die nicht geschehen ist. Nachtgebet. Die Kälte der Worte ist unbegreiflich, doch manche Sätze knistern wie Holzfeuer in uns nach. Sie brennen, sie knacken. Nur die, die an nichts mehr glauben, suchen in der Asche am nächsten Tag nach Erklärungen. Pauline Füg lebt in der Nachbarstadt. Fürth ist freie Autorin und Bühnenpoetin. Unter anderem ist sie auf vielen Bühnen anzutreffen, wo es heißt Vorhang auf für Poetry Slam. Ihre Gedichte, die sie hauptsächlich schreibt, bewegen sich im Rahmen der Elektropoesie. Da ist sie auch mit einem Projekt unterwegs, das nennt sich Großraumdichten. Hallo, mein Name ist Pauline Füg und ich freue mich sehr, heute bei der Wortlautlesung dabei sein zu können. Wenn auch digital, besser als gar nicht. Und ich habe mich extra schick gemacht und einen Lippenstift passend zu dem Bild, das über mir hängt. Jetzt muss man mal gucken, wo es spiegelverkehrt. Da. aufgetragen. Und ich möchte einen Text auch passend zu der aktuellen Situation, wo alles rund ums Thema digital gehen geht, vorzutragen. Und viel Spaß beim Zuhören. Der Text heißt Digitalisiert euch. So ist das also. Wir leben in einer digitalen Welt. Ich lese hier bei einer digitalen Veranstaltung einen Text vor und ich find's gut. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Wir leben alle in einer extremen Situation, einer globalen Krise. Kein Tanzen in kühlen Kellern mehr, keine neue Menschen in der Kneipe mehr kennenlernen, keine Lesungen. Stattdessen täglich Videoanrufe und Corona-bedingte Umplanungen. Die Sache ist die. Die Digitalisierung klopft schon länger an der Tür. Anfangs freundlich, leise, eine zurückhaltende Möglichkeit für die aktuelle Abend- oder gar Lebensgestaltung. Seit dem 16. März 2020 jedoch scharrt sie mit ihren digitalen Hufen und will mit dem Kopf durch die Tür. Also bitte Digitalisierung, sage ich. Alles zu seiner Zeit, also in diesem Fall zu deiner Zeit. Und die Digitalisierung schaut mich an und sagt, aber ich bin noch da und warte nur darauf zu zeigen, was ich alles kann. Und dann macht es Bling und in meinem Mail-Account kommt eine Mail an. Ach nee, sorry, ich habe mich verzählt, es kommen 20 Mails an. Sehr geehrte Frau Füg, sicher haben Sie es sich schon gedacht. Und ich lese weiter, leider müssen wir die Veranstaltung absagen, den Workshop absagen, die Lesung absagen. Manchmal steht da noch in der Mail, wir haben eine Idee, wir verschieben es auf in ein paar Monaten, zum Beispiel auf den März oder April oder dann eben Mai, vielleicht auch Juni. Digitalen wollen wir lieber nichts machen, aber lassen Sie uns gerne telefonieren. Aber ich möchte nicht telefonieren, sondern bestelle mir im Internet Rollschuhe mit türkisen Schnürbändern und rosa Rollen. Denn ich habe in eben diesem Internet gesehen, dass es sehr gut aussieht, wenn man auf Rollschuhen tanzt. Und dann klicke ich mich durch YouTube und lerne vom Zuschauen, wie das so geht, dieses Tanzen auf Rollschuhen, Jam Skating.
Ich habe im März 2020 nach dem Lockdown sehr schnell überlegt, welche Möglichkeiten ich jetzt nutzen kann, um Workshops und Lesungen dennoch stattfinden zu lassen, um nicht alles in eine ungewisse Pandemie-Zukunft verschieben zu müssen. Und ich war immer sehr glücklich, wenn sich Veranstalterinnen darauf eingelassen haben, das Projekt digital zu planen. Manche Menschen musste ich auch überreden. Ich musste und wollte ihnen die Angst vor Technik nehmen, vor Videokonferenz-Tools, vor Software, die sich nicht installieren lässt, die Angst vor zu viel Neuem. Denn Neues macht uns Menschen unsicher, vor allem in einer Welt, die sowieso schon ganz neue Regeln hat. Und wir Menschen haben Angst davor, Fehler zu machen, weil uns viel zu selten beigebracht wird, dass es okay ist, zu stolpern. Es ist ja auch total logisch, dass ich erst richtig gut auf Rollschuhen tanzen kann, wenn ich ein paar Mal nicht so cool hingefallen bin. Das Ergebnis, sei es ein souveräner Umgang mit der Digitalisierung, ihren Vorteilen und ihren Gefahren, sei es ein souveräner Tanzmove auf Rollerskates mit all ihren Vorteilen und Hinfallgefahren. Dieses Ergebnis eben ist nicht das Einzige, das zählt, sondern auch der Weg dahin. Ganz ehrlich, ich liebe Videokonferenzen. Aber ich finde diese neue App Clubhouse auch ein bisschen gruselig. Clubhouse ist eine seltsame Mischung aus Telefonkonferenz und Twitter. Und ich mag telefonieren nicht und bei Twitter habe ich mir vor Jahren mal einen Account mit dem Namen @offlinefreundin gemacht, den ich nie genutzt habe. Ich bevorzuge es, die Mimik von Menschen zu sehen. Aber was soll ich machen? Ich mag lieber digitalen Austausch als gar keinen. Also lasse ich mich eben auf die digitale Welt, auf all ihre Apps ein und erlaube es mir, Fehler zu machen. Denn genau das ist wichtig. Wir müssen ausprobieren, mit der Technik zu spielen, scheitern und wieder aufstehen. Vielleicht ist die Digitalisierung ein bisschen wie eine zugelaufene Katze. Plötzlich ist sie da, sie nervt ein bisschen und ist nicht immer vorhersehbar. Und manchmal denkt man, man weiß, wie es geht. Und dann wird man angefaucht. Aber irgendwann weiß man die Qualität der Katze zu schätzen, weil man sich ja gar nicht vorstellen konnte, weil man das ja gar nicht erahnt hat, welche Vorteile diese anfangs so nervige Katze, die sich da durch die Hintertür so heimlich eingeschlichen hat, plötzlich mit sich bringt. Es gibt viele Menschen, die sagen mir, ja, aber so eine Videokonferenz, die kann ja so einen echten Workshop, so ein echtes Treffen gar nicht ersetzen. Ja, stimmt. Kann sie nicht. Eine Videokonferenz ist etwas anderes. Aber sie bietet Chancen, die wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten. Zum Beispiel, wenn in Teammeetings alle Tagesordnungspunkte viel schneller besprochen werden als im Real Life. Einfach, weil keiner mehr dazwischen quatscht. Und wenn meine jungen Schreibworkshop-TeilnehmerInnen in Breakout-Rooms mit mir viel offener über ihre Texte reden, einfach, weil niemand anderes mehr im Raum sitzt. Wenn mir Jugendliche sagen, dass ihre Eltern zur Risikogruppe gehören und sie offline deswegen gar nicht am Workshop hätten teilnehmen können, aber sehr froh sind, online neue Leute kennenzulernen. Wenn mir Jugendliche sagen, dass sie voll weit weg wohnen, niemand sie zum Real-Life-Workshop hätte fahren können, aber sie jetzt im Online-Workshop endlich auch mal dabei sein können und lernen, wie Poetry Slam geht. Dann ist das Videokonferenztool oder eben Clubhouse plötzlich eine gezähmte Katze, die leise schnurrt und uns zur Ruhe kommen lässt, die sich mit samtenen Pfoten durch die Hintertür geschlichen hat und nur kurz kratzt, bevor sie nachts deine kalten Füße wärmt. Klar, wenn man eine katznahe Allergie hat, dann ist das echt doof, dann braucht man gar nicht anfangen mit der Digitalisierung. Aber dann kann man sich ja immer noch Rollschuhe kaufen oder einfach mal Zoom installieren. Ja, und vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Denn das ist schon der erste Weg, die Angst vor der Technik zu nehmen. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch und Dankeschön. Philipp Krömer wurde 1988 in Amberg geboren. Er lebt heute als Herausgeber und freier Schriftsteller in Erlangen. Von ihm gibt es zahlreiche Veröffentlichungen, zum Beispiel 2016 sein Debütroman Ymir oder Aus der Hirnschale des Himmels. 2019 folgte sein Erzählband Ein Vogel ist er nicht, 9 Umschreibungen. Ausgezeichnet wurde Philipp Krömer 2020 mit dem 2. Preis beim Literaturupdate Bayern. Hallo, ich bin Philipp Krömer, Schriftsteller aus Erlangen. Und für die digitale Präsentation der Wortlaut 26 darf ich meinen Beitrag Helden der Arbeit einlesen. Es sind 2 Kurzprosastücke, die jeweils ein Individuum der arbeitenden Gesellschaft vorstellen. Der Dichter. Seine Vornamen lauten Hans und Karl. Da ist er stolz drauf. Das klingt ihm angenehm nach Hans Christian, dem Anders und dem schwedischen Märchenkönig. Von der schwedischen Sprache beherrscht er selbst eine Menge.
und sein Märcheninventar führt er in einem großen Lederkoffer stets mit sich. Zuckerwerk und Apfelsamen, dicke Rosenstängel, eine kupferne Krone, ein Schuh aus Glas, aber das ist ein Schnapsglas. Jede Fee liefe sich darin blutige Blasen und für einen menschlichen Fuß ist es viel zu klein. Überdies befindet sich ein Mäuserich in seinem Besitz, der aufmerksam schaut, wenn Musik gespielt wird. Eventuell könnte das ein Verzauberter sein. Um dessen Entzauberung hat sich der Dichter nie gekümmert, ist er doch selbst Prinz genug. Nur das Zimmer, das er im Herzen Wiens bewohnt, ist klein, ach so klein. Tiefer im Koffer und in dessen Polster vernäht, schlummern noch weitere Dinge, auch gefährliche. Der Dolch für den Tyrannenmord und der Schierlingsbecher leer. Hans Karl, hast du den heute schon 7 Mal voll mit feinstem Weißburgunder? Es war einmal, da ritt der Dichter einen Lipizzaner mitten hinein ins tägliche Gesumm der Großstadt. Den hatte er sich für ein paar Schillinge von einem gelangweilten Fiakerführer ausgeliehen. Doch das Pferd warf den Kopf und wollte lieber am Brunnen saufen als edel tun. Das war nicht märchenhaft, aber immer noch recht außergewöhnlich und ein Grund für die Passanten, neugierig stehen zu bleiben. Vom hohen Rücken herunter deklamierte der Dichter ein Sonett. Das hatte er auf dem Hinweg am Klappern der Hufe entlang gedichtet und der letzte Vers endete auf ewiglich, ewiglich. Die Sanitäter. Wer einen gestandenen Mann hat weinen sehen, wie einen Schlosshund, der wird weich wie eine Pampelmuse oder hart wie ein Stück Stahl. Für den Beruf des Sanitäters ist beides vonnöten. In Paaren fahren die Sanitäter aus, geben Signal mit dem Horn und das Blaulicht scheucht die Fußgänger zurück auf den Gehsteig. Es gilt, einen Notfall zu einem glücklichen Ausgang zu führen. Eine Turnerin springt neben den Schwebebalken oder an der Stanze wurden die Sicherheitsvorschriften missachtet. Heute erwartet sie der werdende Vater bereits in der Tür. Hier lang, im Bad, schnell. Die Mutter, ebenfalls werdend, keucht schon. Es kommt, ich spüre es. Es kommt, es kommt. Wenige Augenblicke erwägen die Sanitäter einen Transport in die Geburtsklinik, doch da sehen sie schon den Schädel des Babys. Der Notarzt ist unterwegs, aber nicht schnell genug. Also muss das Badezimmer als Kreissaal herhalten. Die Mutter schnauft nur noch, der Vater läuft nach mehr Handtüchern und die Sanitäter fangen unter Heruntersagen eines beruhigenden Mantras das Kind auf, das ihnen ein bisschen blau, aber gesund in die Arme gleitet. Eine schnelle Geburt und eine leichte, nur eben keine gewöhnliche. Für die Sanitäter eine schöne Abwechslung zu den Anfällen und Knochenbrüchen. Die Mutter schweigt glücklich und erschöpft, das Kind kräht zum ersten Mal auf und der Vater heult vor Glück wie ein Schlosshund. Dies, die oben erwähnten Tränen, welche weich machen. Dann trifft der Notarzt ein und hat nicht mehr viel zu tun. Er horcht das Kind ab und macht noch ein Foto von der jungen Familie. Das Funkgerät knackt. Irgendwo ist ein Unglück geschehen. Es ist wieder Eile geboten. Hanna Quitterer, eine der jüngeren Autorinnen, die in diesem Wortlaut vertreten ist. 2017 hat sie den ersten Preis beim Fränkischen Preis für junge Literatur erhalten. Sie war 2019 Teilnehmerin der PULS-Lesereihe. Deine Freundin sagt, das ist der Nachtweg. Du siehst sie an und dann den Weg, der vor euch liegt, der von dichtgrünen Bäumen gesäumt ist, die Schatten werfen. Er verläuft parallel zur Straße, aber die könnt ihr nicht sehen, weil die Bäume sie verbergen. Es ist ein Weg für Fußgänger und Radfahrer. Deine Freundin deutet auf den Weg, mit einer Handbewegung, als wäre alles ganz klar. Sie hat recht. Hier ist es dunkel. Es ist schattig und kälter als auf der anderen Straßenseite, die in der Sonne liegt, wo der Supermarkt ist und die Bushaltestelle. Hier ist es gefährlich, erklärt sie dir. Deine Freundin hat blaue Augen und Sommersprossen. Die hättest du am liebsten auch. Du willst ihr erst nicht glauben. Was soll am Nachtweg anders sein? Du bist skeptisch, schlägst aber vor, auf der anderen Seite zu laufen. Und das macht ihr dann auch für den restlichen Heimweg. Ihr geht beide in die erste Klasse. Deine Schultasche ist rostrot mit Kätzchen und Schmetterlingen.
Ihre ist blau mit Pferden und Wolken. Blau ist ihre Lieblingsfarbe. Ihr geht nah nebeneinander her, rot neben blau, und seid froh, dass ihr den gleichen Heimweg habt, jeden Tag. Meine Eltern sagen, dass wir da nicht lang dürfen, sagt deine Freundin über den Nachtweg. Und tatsächlich, wenn du es dir genau überlegst, ist dir der schattige Weg mit den dichten Bäumen wirklich unheimlich. Du stellst es dir vor, einen gefährlichen Weg, auf dem es immer Nacht ist, und nachts passieren, wie alle wissen, gefährliche Dinge. Kinder gehen verloren, Diebe schleichen sich an. Du stellst es dir vor und bekommst Gänsehaut. Hier, auf der anderen Seite, in der Sonne. Gut, sagst du, dass wir hier sicher sind. Und sie nickt. Ihr geht ein bisschen schneller. Und haltet euch beim Weiterlaufen an den Händen. Deine Freundin sagt, das ist ein Grab. Du bist erstaunt. Siehst dir den glatten, eckigen Stein im Gras zu euren Füßen genauer an. Ihre Schuhe links und deine rechts davon. Nie wärst du darauf gekommen, dass hier jemand begraben ist. Einfach so, mitten im Ort. Auf dem Schulweg? Auf der Grünfläche am Ende des Nachtwegs? Außerdem ist der Stein viel kleiner als die Gräber auf dem Friedhof. Glauben willst du ihr nicht, aber beim Gedanken an ein Grab wird dir kalt. Egal wie klein, wie hell, wie glatt, wie unauffällig, der Gedanke ans Sterben schleicht sich in den sonnigen Tag. Schau her, sagt deine Freundin und tippt mit ihrem Fuß auf den Stein. Sie trägt hellrosa Glitzersandalen, du Turnschuhe, wie immer, weil du gerne auf Bäume kletterst und auf deine Schuhe nicht gut aufpassen kannst, sagt deine Mutter. Da steht das Datum, sagt deine Freundin, auf dem Grab, schau. Und es stimmt. Du hältst den Atem an, weil es stimmt und du erschauderst. Eindeutig stehen Ziffern auf dem Stein. Du kannst ihnen keine Bedeutung entnehmen, aber sie sind hier. Der Tod ist hier. Schnell sagst du, gehen wir weiter? Gehen wir nach Hause? Sie nickt. Gemeinsam lauft ihr los. Ihr überquert die Straße. Du schüttelst alles ab, was sie erzählt hat, bis du zu Hause bist. Fast alles. Du sagst, pst, ich erzähl dir was. Auf dem Schulheimweg kommt ihr an einem Garten vorbei, in dem sich gerade eine Frau bückt. Sie ist alt. Ihr graues Haar kräuselt sich unter einer Haube. Sie trägt Handschuhe, eine Schürze, hat in der Hand eine Schaufel und einen grünen Strauß. Vielleicht Unkraut, vielleicht etwas anderes. Deine Freundin sieht dich an. Die Frau da, du deutest in Richtung Garten. Die ist eine Hexe. Deine Freundin macht große Augen. Glaubst du mir nicht? Das fragst du nervös, denn was, wenn sie dir nicht glaubt, wenn sie vielleicht sogar lacht? Die Frau sieht doch eindeutig wie eine Hexe aus, oder? Deine Freundin nickt allerdings. Doch, ja. Wir dürfen nicht zu nah hin, warnst du. Warum? Fragt sie. Na ja, du überlegst. Sie fängt Kinder. Sie sperrt sie ein und macht sie tot und kocht Essen aus ihnen. Siehst du die Schaufel? Mit der macht sie's. Bestimmt ist im Haus schon ein Kind. Oh, echt? Sagt deine Freundin. Also lieber auf die andere Seite. Gemeinsam überquert ihr die Straße. Zurück auf die Seite, wo kein Nachtweg ist. Keine Gräber und keine Hexen. Nur der Bürgersteig in der Sonne. Der Supermarkt und die Bushaltestelle. Der blaue Rucksack deiner Freundin hüpft vor dir auf und ab, als wäre er ganz leicht. Ihr rennt, sie voran. Du folgst ihr. Mitten in der Bewegung dreht sie den Kopf zu dir um. Ihre Augen, ihre Sommersprossen, ihre Angst. Die ist echt. Du siehst sie aufflammen und dein Herz stolpert. Wir sind jetzt weit genug weg, sagst du. Wir sind jetzt sicher. Du sagst es wie eine Entschuldigung. Deine Freundin betrachtet den Boden. Eure Schuhe, Sandalen, Turnschuhe. Sie holt tief Luft. Wir sind sicher, wiederholt sie. Du nimmst ihre Hand. Du nimmst ihre Hand und sie nimmt deine. Ihr geht nach Hause. Ihr schüttelt schnell alles wieder ab. Zum Glück habt ihr den gleichen Heimweg. Michael Pietrucha wurde 1983 geboren in Siemieniawnowice in Polen. Heute lebt der Autor in Forchheim. Er schreibt Lyrik und Prosa und ist Mitglied der Autorengruppe Wortwerk in Erlangen. Seine Texte erscheinen unter anderem in Anthologien. Wenn Götterkinder beten.
Eines Tages bin ich aufgewacht. Mir träumte, ich hätte im Leben die Insekten verloren. Da bemerkte ich eine Wanze auf dem Fensterbrett. Sie wirkte unversehrt, verirrt, uninteressiert. Auf ein Wort von einem Kind zu einem anderen Kind, eines Göttergeschlechts. Von uns braucht ihr Kerbtierchen nichts, und Schutzgebete verstehen wir nicht. Euch verehren wir nicht mehr seit dem alten Ägypten, dem fernen China. Wir sehen mehr, doch nicht für euch mit. Und nun, langsam, verschwindet ihr Sechsbeinigen aus dem, was wir die Erdgeschichte rufen. Da senkt sie ihre Mundwerkzeuge. Es piekst auf meiner Haut, mein Lächeln gönnerhaft. Ihr seid die besseren Götter. Schlüpft, mehrt euch, fresst, werdet zertreten, gefressen und ernährt dabei noch so viele, wie es die guten Götter tun sollten. Sie wendet sich ab, wir gehen hinaus ins Gehölz. Wenigstens lebst du, während ich dich trage, anders als vor ein paar wenigen Jahren der Marienkäfer, bei dessen Bestattung mir seine gelernten Namen litaneihaft aus Gedächtnis durch Mund gen Himmel halten. Gegrüßet seist du, Marienkäfer, Borjakrufka, Ladybug, Sonetschka, Beta Bondieu, Nicke, Piga, Mariubiala, Borja Ovčica, Paschalica, Juaninja, gebenedeit bist du. Da sie sich im Sommer zuvor noch wie Flickenteppiche über unsere Wohnhäuser ausbreiteten, diese Käfer, diese. Und dann, seitdem, Punkt, Punkt, Punkt. Ich lasse dich in das immer öfter stumme Gehölz. Wir sehen uns wohl nicht mehr wieder. Du krabbelst vorerst weiter, vielleicht in einen hungrigen Amselschnabel, vielleicht unter einen Schuh, dessen Träger Schuldgefühl empfindet. Eines Tages wird mein Leben ärmer sein, an Gestalten, Geräuschen, Worten, Vergleichen. Mein Bauchkribbeln werden nicht Schmetterlinge und die Unruhen in den unteren Regionen keine Hummeln sein. Es lebt dann nur mein Körper mit seinen Funktionen, spannend, natürlich, unpoetisch. Wenn Leben ohne die Guten überhaupt möglich ist. Geraldino ist unter anderem in Nürnberg bekannt als Liedermacher. Sein bürgerlicher Name ist Gerd Grasshauser. Unter diesem Namen hat er auch seinen 2016 erschienenen Roman Der Grabsänger veröffentlicht. Die Meerjungfrau. Es war einmal mitten im Ozean, tief unten am Grund, wo die Geschichten ihren Anfang nehmen. Da lebte eine traumhafte Meerjungfrau inmitten bunter Korallenberge. Ihr Gesicht war so zart, ihr Haar so wunderbar und ihre Augen so bezaubernd, dass die kleinen Fische nicht wagten, sie anzusehen. Sie schlief Tag ein, Tag aus in einer goldenen Muschel, hatte zu nichts Lust, war sehr einsam und deshalb tief traurig. Sie träumte von einem Prinzen, der sie erlöste von der tödlichen Langeweile und der scheußlichen Einsamkeit. Sie wollte sich entführen lassen, Abenteuer erleben, glücklich sein, mit ihm zusammen kochen, Ausstellungen besuchen und danach romantischen Sex haben. Nein, nicht auf dem Küchentisch, in einem rosafarbenen Himmelbett. Ist das zu viel verlangt? Aber das soll noch nicht alles sein. Ich will mit ihm über Bücher diskutieren, Gutes tun, über das Leben philosophieren. Ich will mit ihm Kinder. Als sie mal wieder in ihrer Muschel schlummerte, kam von ihr ganz unbemerkt ein gewaltiger Hai daher. Sah das außergewöhnliche Mädchen wie auf einem Teller liegen und schwamm mit gierigen Blicken
auf sie zu. In seinem Maul blitzten hunderte von spitzen Mordwerkzeugen. Gerade als er sein auserwähltes Opfer schnappen wollte, kam der lang herbeigesehnte Prinz auf einem Seepferdchen um die Ecke. Sofort erkannte er die Gefahr, sprang flott aus seinem Sattel und hielt dem Ungeheuer sein Schwert vor die Nase und blubberte ein verschwommenes »Halt« durch das kalte Nass. Er sah winzig aus im Vergleich zu dem alles fressenden Ungeheuer. Sein Mut war wirklich beeindruckend. Das sah zum Glück eine liebenswerte Unterwasserfee, die einen Ausflug auf einer Langhals-Schmuckschildkröte gebucht hatte und dachte sich, das wird ein ungleicher Kampf, da muss ich was tun. Blitzschnell, denn es war keine Sekunde Zeit zu vergeuden, zog sie ihren Zauberstab aus der Hosentasche und verwandelte den Hai mit einem Bling auch in einen Prinzen. Nun standen sich plötzlich zwei unerschrockene königliche Recken gegenüber, in ihren Händen silbern glänzende, mit Edelsteinen besetzte Schwerter. Sie guckten sich an und aus ihren mutigen Augen leuchtete plötzlich Überraschung, Zuneigung, Sympathie. Und du wirst es nicht glauben, es gibt sie, die Liebe auf den ersten Blick. Sie senkten beide ihre Waffen, ließen sie achtlos in den Sand gleiten, gingen vorsichtig aufeinander zu und nahmen sich zärtlich an den Händen. Ihre Gesichter näherten sich unendlich langsam, bis ihre Lippen sich vorsichtig berührten. Dies war der Auslöser eines leidenschaftlichen Kusses. Minuten später bestiegen sie glücklich das stolze Seepferdchen und ritten verzückt von dannen. Die Unterwasserfee, die das alles mit respektvollem Abstand beobachtete, schüttelte schmunzelnd ihren Kopf und verschwand ebenfalls mit ihrer Cassiopeia im dunklen Blau. Und wenn die beiden Prinzen nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ach ja, unsere Meerjungfrau jedoch bekam von all dem leider überhaupt nichts mit, denn sie schlief immer noch tief und fest und träumte von einem ritterlichen Helden. Als sie aufwachte, war alles fast wie immer. Nur lag nicht weit von ihrer Muschel entfernt zwei mit Edelsteinen besetzte Schwerter im Sand. Susanne Schattmann wurde 1972 bei Kevela am Niederrhein geboren. Heute lebt sie in Nürnberg. Sie ist Malerin, Grafikerin und Lyrikerin. Zuletzt von ihr erschienen sind die beiden Gedichtbände Pösi 1 und 2. Pösi mit Ö geschrieben. Gedichte mit Maske. Die Seekuh. Ich bin eine zu dünn geratene Seekuh, bäuchlings gestrandet, auf meinem ungemachten Bett namens Alltag. Mein Gemüt, mal schwer wie 10 Bierfässer, mal leicht wie Kolibrifedern, hat mein Denken geknebelt und das Kommando übernommen. Dieser Tag hat Ausgangsverbot und ich, die Seekuh, liege da, stumm und schwer und sehnsüchtig. Das Meer wird nicht vor morgen wieder rufen. Was bleibt mir also, als liegend auf die nächste Flut zu warten? Andreas Tamm vertritt sozusagen die Preisträgerinnen und Preisträger des Fränkischen Preises für junge Literatur. 2020 wurde er mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Sein Lebenslauf, Redakteur, Autor und Suppenkoch, etwas Erstaunliches, Unterschiedliches. 2021 erscheint ein Jugendbuch von ihm. Wenn man so will, waren es die Aliens. Ich lese das Ende meines Texts, Mentale Fitness. Ich ließ mich von Mama überreden, über Nacht zu bleiben.
wo ich doch schon was getrunken hätte. Das Sofa sei doch super bequem. René nickte, kann ich bestätigen, und sie boxte ihm dafür in den Bauch. Ich wollte nicht bleiben, bestimmt nicht, aber ich hatte panische Angst, mir würden auf der kurzen Strecke von hier zu meiner Wohnung die Augen zufallen. Wahrscheinlich gerade dann, wenn ich auf der Brücke wäre, die über die Autobahn führt. Und dann katapultiert es dich über die Leitplanke und alles, was dir zu hoffen bliebe, wäre, dass da kein anderer fährt, den du, weil du nicht auf der Couch deiner eigenen Mutter schlafen wolltest, mit in den Tod reißt. In der Nacht hörte ich, wie die beiden Sex hatten. Ich versuche mich dagegen zu wehren, dass mein Gehirn mir diese Tonspur jetzt noch einmal abspielt, als ich sehe, dass mein Telefon klingelt, das nun auf dem Boden neben der Beinpresse liegt. Das heißt, es leuchtet stumm und ohne zu vibrieren zu mir hoch. Auf dem Display über der gesichtslosen grauen Maske, die ich mit einem Bild von ihr füllen könnte, steht Mama. Und weil ich mich einen Moment zu lange auf das am Boden liegende Handy konzentriert habe, vergesse ich, dass meine Beine gerade 20 Kilo stemmen. Sie klappen zusammen wie ein Taschenmesser. Ich trete mir mit den Fersen selbst in die Oberschenkel. Ein fieser Schmerz zieht mir direkt in die Knieplatten. Meine linke Hand fingert schon nach dem Telefon. Wir haben es uns alle angewöhnt, ranzugehen, wenn Mama anruft. Wir haben es uns alle abgewöhnt, das klingeln zu lassen, weil man keine Lust hat darauf, was jetzt schon wieder ist. Klar hat man keine Lust. Das ist nicht die Frage. Ich nehme an, sogar Eberhard würde jetzt rangehen, aber den würde sie nicht anrufen, weil der ist in Berlin mit Papa, dem Hurenbock und seiner windhundartigen Frau. Sie hörte sich ganz klar und beherrscht an am Telefon. Das kann sie. Und wie eine angestellte Protokollantin ihrer selbst erzählte sie diese Geschichte. Dass sie ja ganz vergessen hatte, dass heute noch Feiertag sei. Also habe sie zum Einkaufen fahren wollen, um dem René dann noch was machen zu können. Eine Bolognese wenigstens. Im Hintergrund konnte ich hören, wie jemand sie ermahnte, nun bitte zum Punkt zu kommen. Und als sie dann gesehen habe, dass der Supermarkt ganz dunkel und verschlossen war, fuhr sie fort, da habe sie einen Schreck gekriegt. Und deswegen nur, gar nicht mal wegen des Alkohols sei das passiert, dass sie dann statt auf die Bremse aufs Gas gestiegen. Ich konnte hören, wie jemand ihr das Telefon aus der Hand nahm. Meine Mutter protestierte. Sie nannte die Person einen Fettsack. Der Fettsack sagte, hallo, Ihre Mutter ist in einen Streifenwagen gefahren. Wir würden sie jetzt mitnehmen. Kümmern Sie sich um alles, ja? Ich bat den Mann zu warten. Ich bin ungeduscht und ich habe geschwitzt. Ich kann spüren, wie der Schweiß unterm Pony anfängt zu jucken, wie mir die Hoden am Oberschenkel festkleben. Ich habe die Jogginghose einfach angelassen. Ich habe, glaube ich, meine Wasserflasche vergessen an einer für Wasserflaschen vorgesehenen Vertiefung. Als ich wieder im Auto sitze, stelle ich mir vor, dass nicht nur der Polizist und meine Mutter vor dem Supermarkt warten, sondern dass da auch noch René steht. Ich stelle mir vor, wie sie meine Mutter mit kräftigem Druck auf ihren kleinen Kopf in das Auto zwingen, das sie zuvor gerammt hat. Wie sie wegfahren und uns zurücklassen, René und mich. Und natürlich trägt er ihre Hausschuhe. René sagt, und was machen wir zwei Hübschen jetzt noch mit dem angebrochenen Abend? Vielen Dank. Der Autor Norbert Audenried lebt in Karlsburg. Er schrieb zahlreiche Kurzgeschichten, Mundartlyrik, Erzählungen und Glossen. Er ist zudem Sprecher des Kollegiums Nürnberger Mundartdichter und wurde unter anderem 2016 ausgezeichnet mit dem ersten Preis beim Fränkischen Literaturpreis des Jatros Verlages. Es folgte 2018 der erste Preis beim Landschreiberwettbewerb des Instituts für Sondersprachen in Münster zum Thema Sprache und Mobilität. Was miteinander? Was wollen wir heute Abend machen? Wieso? Was soll man machen? Kommt nichts im Fernsehen. Ich hab mir gedacht, wir können mal was wieder miteinander machen. Kommt wohl nichts Gescheites im Fernsehen. Na, Fernsehen, immer Fernsehen, ich weiß nicht. Ich hab mir gedacht, wir können mal was anderes machen. Weil früher miteinander was. Was anderes? Ja, was denn?
Na, wir können ja mal fortgehen miteinander. Meinst? Ja, wohin noch? Na, ins Kino vielleicht. Da waren wir schon ewig nimmer. Na ja, wenn's meinst. Wo kommt denn was? Ich hab schon auch geschaut. In Babylon kommt am Ende ein Fest. Das geht nicht ganz hin. Um was geht's denn da? Um Sterbehilfe. Um Sterbehilfe? Das ist nicht dein Ernst. Ich geh doch nicht ins Kino und schau mir zu einer Zeich an. Wenn ich schon ins Kino mau, dann möchte ich was zum Lachen haben. Sonst kann ich ja Kleider haben bleiben. Mein Gott, bist du primitiv. Außerdem ist es gar nicht so traurig, wie du denkst. Da steht in der Beschreibung, mit einer gesunden Portion schwarzen Humors packt der Film Themen wie Sterbehilfe und den Umgang mit alten Menschen an. Was gehört? Humor. Da gibt's was zum Lachen. Jetzt hör bloß auf. Ich geh doch nicht welcher Scheintode Dannerkreis und alte Weiber ins Kino und zahle einen Haufen Geld dafür, doch alt bin ich selber und eine alte Frau hab ich daheim. Weil's war jetzt frei bloß eine Spaßfrau, gell? Aber da geh ich nicht hin. Ich war schon. Bloß nicht der Realität ins Auge schauen. Weil vielleicht hätten wir in dem Film ja was lernen können, ne? Wenn wir im Alter zurechtkommen zum Beispiel. Bloß nicht nachdenken, wie das einmal sein könnte, wenn man alt ist. Mein Gott, wir sind doch schon alt. So ein Film, der zeigt mich doch bloß nunter. Das brauche ich wirklich nicht. Und es kommt sowieso, wie es kommt. Und meistens kommt's anders, als wie man denkt. Da schaust du für einen Film an und denkst daran, so mach ich's auch. Und dann gehst du aus dem Kino raus und der Schlag trifft dich, dann war der ganze Film für die Katz. So, Schmarri. Der Schlag kann ich noch immer treffen. Das ist wieder ein Argument. Bloß, weil du bei mir nicht da ins Kino willst. Das hab ich doch gar nicht gesagt. Bloß in so einem langweiligen Film will ich nicht. Gibt's nichts anderes? Die anderen brauchen da gar nicht Fußschlung. Du gehst ja erst recht nicht mit. Na ja, dann. Wir können aber auch was ganz anderes machen. Ich wisse schon was. Aber da höre ich auch gleich wieder ein Schrei. Als wenn ich nie was mitmachen tät. Jetzt sag schon. Wir können einmal ins neue Museum gehen. Da waren wir noch nie. Ja, weil das für dich am Abend offen hat. Ja, freilich. Am Donnerstag hat's bis 8 Uhr Abend offen. Und heute ist Donnerstag. Da hätten wir noch genug Zeit, wenn wir jetzt gingen. Welcher Day, 2 Stunden, sollen wir jetzt eine Hetzerei machen? Na, horch, da wäre doch ein Sonntagnachmittag viel gescheiter, meinst du nicht? Das kenn ich schon. Und wenn ich dann sag, gingen wir heute, dann hast du weißt doch, dass der Club heute spielt. Oder es ist sonst was. Na ja. Wenn ich zum Club gehe, könntest du ja ins neue Museum. Da hätte ja jeder was. Mein Gott! Ich hab mir halt gedacht, wir machen endlich mal wieder was miteinander. Nicht jeder allein's. Ja, an mir liegt's nicht. Also, was machen wir? Du lehnst dir eh alles ab, was ich vorschlug. Und selber machst du nie einen Vorschlag. Mein Gott, jetzt ist ja fast zu spät. Wo willst du denn jetzt noch hin? Ich kenn das doch. Bis du dich fertig gemacht hast, rentiert sich das ja nimmer. Aber, wir können ein wenig Rummel spielen miteinander. Das haben wir schon lange nimmer gemacht. Was meinst? Das ist doch was miteinander und wir meinen gar nicht fort. Na ja, dann spielen wir halt. Ich hol die Karten. Mach schon oder weil ich den Fernseher hoch. Die Musikerin Elena Röder lebt in Rosthal. Sie ist zudem Autorin von Lyrik und von 2 Theaterstücken. Ihr aktueller Gedichtband trägt den Titel Inneneinrichtung der Nacht. Voyage, voyage. Dreamworks. Filtern und abhalftern. Die Pferde springen durch die Blaupause. Der Enkeltrick klopft an.
24 Scheine in die Leinwand weben, zukleben. Wer aufmacht, wird blind. Buchstäblich. Befand er sich dort? Lag alles so auf dem Tisch? Ist er noch hier? Nach dem Essen, was haben Sie da gemacht? Danke, das war's. Abhalftern und filtern, zum Beispiel Kaffee, Tee, Zigaretten, Schwebteile versenken. Noch ein Zimmer in Berlin, viele kleine und große Koffer, Laufbänder voller Flugzeuge. Oder denken Sie sich durch den Katalog, so wie er flog. Einmal zog einer durch den Kakao-Geschmack, beginnt im Kopf und endet bei der Bademode ganz gepflogen. Ihre Beine besonnt unter Creme. Heute bin ich hier, irgendwann bin ich weg. In Zeitlupe folgt das Verstehen. Tiefes Blau. In wegloser Welt ein Wegweiser zur nächsten Tür. Vereinzelte Leben leugnen sich nicht und lieben langsam. Schwere Schritte schlurfen, aber aufbrausend sucht ein Frühling seine Straße. Viertel und Achtel Sternstunden der Genügsamkeit. Taktlos, doch froh. Reisen, reiten, reizen. Das Kinn über Wasser halten, als hing ein Sinn in den Wolken. Armin Steigenberger, ein heute in München lebender Autor, der aber mit Nürnberg immer noch verbunden ist. Ich sage jetzt einfach mal natürlich über das Wort. Er veröffentlicht in Zeitschriften, Zeitungen, Anthologien, gibt auch selber Zeitschrift heraus. Seine letzte Einzelveröffentlichung war 2020 mit dem Lyrikband »Das ist der abgesägte Lauf der Welt«. Ja, hallo, ich bin Armin Steigenberger. Ich lese für die Wortlaut Nummer 26 drei Gedichte. Ficky Stingers. Imaginäres Bild 6. Zwei Liebende im Flug, dies Stäbchengetier, das sich in frühester Jugend findet und zum Stab vereint. Das ganze Leben zusammen verfliegt wie ein Lebewesen, über den Wassern ruht und ruht. An amazing Zeit läuft wie im Flug, vergeht, so fliegt es dahin und dahin, vom verrückten Kolben gekoppelt, zweisames Couple, immer und immer, kopulierend, kappelt am Stängel, taumelnde, zwirbelnde, zweisame Spielfilme im Kopf. Angetupfte Fingertauben. Imaginäres Bild 7. Der Indianer glaube, dass die Seele eines Menschen eingefangen sei in einem Foto und du längst keine Seele mehr hast, könnte wahr sein, wenn man bedenkt, dass in tausenden von Bildern weltweit deine Seele verstreut in der ganzen Welt. Viele Bilder, aber keine Seele mehr haust, von irgendwem, gottfernem Zungenschlag, missbegieriges Omen im Atem, vom Mund in die Hand, ein Weihwasserkessel ohne Weihe, aber fortgesetztes, inflationäres Finger eintauchen und sich betupfen. Deserteure ohne Armen. Mittwoch, später Vormittag. Imaginäres Bild 9. Inmitten des Platzes am Platz, auf den abgesessenen Kaffeestühlen, a bunch of old men, waving their goodbyes to life. Die toten Frauen daheim kochen, die alten Könige faulenzen triumphal auf Schach, Brettmuster, Springer Brecht aus der Heldenfabrik, Schockbrett, kurzer Ansprühregen in der launigen Vormittagssonne. Wohin die Strahlen fallen in der neblig matten Vormittagssonne, das kann es doch nicht gewesen sein. Ein Pastille für den Läufer, ein Gläschen, poltern in der öligen Vormittagssonne, einen Krug Hopfentee zum ewigen Feierabend und Ende zum Lied, a Kracherl für Fee.
Andreas Reuß, Jahrgang 1954, lebt als Autor, Germanist, Theologe und Stadtrat in Bamberg. Er ist Verfasser unter anderem von Kunstreiseführern und Kirchenkrimis. Zuletzt von ihm erschienen Dumont Direkt Bamberg sowie der Band Stadtphilosophischer Lehrpfad Bamberg. Ambivalenz der Dichterzunge. Auch an der Abendlandseite der Welt ist es dunkler geworden. Die Laternen der klugen Jungfrauen aus dem Matthäusevangelium sind ohne Öl. Nietzsches Gottsucher und die Lampen der Autos suchen selbst am Tag auf Straßen und Plätzen. Sex, Drugs and Rock'n'Roll bringen auch nicht mehr die Erfüllung. Nur im Morgenland ist es bei Nacht hell. Da blitzen die Raketen, wenn sie ihr Ziel finden. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Warum soll ich denken beim Suchen deiner Zunge, sagte sie. Gebrauchsanweisung für einen Verführer. Ein Meistersinger wie ich schweift gern über die Wiesen, kontrolliert die Linden, ob ein Pärchen drunter liegt, nur um es poetisch zu beschreiben, sozusagen zu Forschungszwecken. Oh, dort liegen zwei. Er streichelt sie und küsst sie lang. Sie zieht ihn heran, aber dann zwischendurch maximal nicht mehr recht, also ich würde das Ganze anders machen, denke ich. Er sollte immer mal wieder eine Pause machen und sie kommen lassen, ein Liebesgedicht aufsagen, à la Cyrano. Vielleicht erreicht ihn ja dereinst dieses Gedicht, wenn er schon nicht dieses herrliche Unter den Linden gelesen hat, der Ignorant. Allerdings, sage ich mir, das solltest du auch mal wieder tun, denn warte nur balde. Regenpoesie. Touristen weggeschwemmt in Buchhandlungen, in Literaturcafés, zum Lesen von Gedichtbänden, zum Sinieren über die Macht des nassen Himmels. Oh, die Sonne kommt raus, das Ende aller Illusionen. Nee, lass mal, brauchst mich nicht zu trösten. Gutachten und Betreuung. Allenthalben gibt es nur noch Gutachten oder Betreuung, sagte der Therapeut. Keine geistige Auseinandersetzung. Dokumentation, Statistik, Digitalisierung, Studien oder Unterhaltung, Überwachung, Therapie, Werbung, Schmeichelei, Ablenkung. Du sagst es, sagte ich. Gib mir ein Problem. Sag das nicht, antwortete er. Brief des Weins an die Trinkerin. Was? Noch niemand hat dir ein Liebesgedicht geschrieben? Auf deine weingrünen Augen, deine glasschmiegenden Lippen, die warme Haut, die ich an deinem Hals herunterrinne, dein Haar nur mit Worten zu streicheln, deine Brüste sich erregen zu lassen, in deinen Schoß alles zu ergießen, an den kelternden Füßen ein neues zu beginnen. Das Volk in Aschbach in Oberfranken. Das Volk ist auf diesem Flügelaltar aber gar nicht nett dargestellt. Wie die Häscher die Zähne fletschen, ihre Pupillen herausquillen,
ihre Zähne blecken, die Zungen geifernd recken, die Fäuste ballen, ihr Blut voll Gier und Gallen, Jesus mit der Dornenkron erduldet des Pöbels Hohn. Was sollen wir auch tun? Am Grab von Rainer Maria Rilke. Die Radioteleskope über den Weinbergen von Leuk recken sich wie Blütenschalen weißer Rosen dem Universum entgegen. Rilke hat mehr Hintergrund. Das Kirchenfresko zeigt den Höllenschlund. Sein Grabstein aber blicket heiter bis nach Sion und weiter. Alte Häuser, alte Rosen, alter Wein. Drunt der Rhone Silbernschein, wo Itz und Städte stehen, wird eine Wiese sein. Sabine Burkhardt nennt sich selbst Flussgewächs aus Heilbronn am Neckar. Und geboren ist sie, wie sie selbst sagt, im besten Jahrgang 1961. Sie ist Poetin und Philosophin. Zuletzt, 2018, veröffentlichte sie den Band Gedichte, Prosa, Collagen. Wortlaut 26. Mo-ri-a. Nicht Vater, Mutter, Kind. Flucht in die Enge. Keine Weite. Nur Zeit. Weite Zeit. Bei Wasser, Brot, Schimmel. Ausgegraben mit bloßem Finger. Nagel mir den Sarg. Nicht weiß soll er sein. Weiß nicht, wie lange weiterleben mit Menschen. Wortlaut 20. Der und die und das. Der und das und das. Erste Schultag, erste Auffanglager, erste Körnchen Gold. Die und die und der. Trockene Haut, sengende Sonne, Pilger auf Vogelzug. Das und die und der. Neue Plasma. Eischale knackt, Astronaut in der Schwebe, jeder Mensch, jeden Tag, mal weniger, mal mehr. Wortlaut 23, zum Abschied. Duften alle Rosen, schmecken Erdbeeren sinnlich süßer, regnen Kiwiblüten auf uns, brummen bienenstaubtrunkene Hummeln im grandiosen Konzert. Das aus Buchsbaum geschnittene Herz verliert seine Form. Dennoch ist es schöner als alle Valentinslügen. Es ist ein stummer Zeuge der hier verbrachten Augenblicke, Herzblicke, Körperblicke. Speichert Jahresrückblicke auf gelebtes Familienleben, Schädlingsbekämpfung, Unkrautjäten, Diskussionen über Saatordnungen, erwartete und unerwartete Blüherfolge, Wankelmut, Wildwuchs und Wohlgeratenes, Lagerfeuernächte und Versöhnung mit unserer Lebensart. Wird dieser Garten mit uns wandern? Wie alle Häuser Eingang in das nächste finden? Wie groß ist mein Herz? Hat es Platz für ein Buchsbaumherz mit ausufernden Rändern? Zugabe. Freiland. Land befreit. Doppelpunkt. Gedanken. Bindestrich. Freiheit. Fragezeichen.
Grenzkontrollen, Ausrufezeichen, Glaubenssätze, Ausrufezeichen. Flügel gestutzt, Fragezeichen. Freiheit, Bindestrich, Gedanken, Fragezeichen. Grenzen, Ausrufezeichen. Karl-Hans Graf lebt außerhalb von Nürnberg, genauer in Burg Tann. Er veröffentlichte Bücher mit den Titeln Innenraumechos, das andere ist Gryphius grinst, und 2021 sein neuestes Buch Tage im Luberon. Hallo, Sie hören Ausschnitte aus meinem neuen Buch Tage im Luberon. Diese Gedichte sind ebenfalls in der Wortlautausgabe Nummer 26 zu lesen. Saint-Saturnin les Abt. 1944 musste sie als junges Mädchen auf dem Marktplatz mit ansehen, wie Soldaten der Spezialeinheit Brandenburg 4 Mitglieder der Résistance erschossen. Am Abend, erzählt die alte Frau, färbte sich der Himmel rot, blutete. Eine Waldlichtung, ein einsames Haus, ein Mühlstein davor, ein Flüsschen, klares, springendes Wasser. Die Mühle ächzt, macht Mehl, der Konkurs steht wieder vor der Tür. Davon träumt nachts der Müller, der sein Anwesen an einen verkauft hat, der nur 14 Tage im Jahr hier wohnt, mitten im Paradies. Abendlicht. Ein Schafhirte, auf einen Stab gestützt, schaut auf seine Tiere, die auf dem Wiesen oberhalb von Biou weiden. Eine Idylle wie in Arkadien, sagt der vorbeischlendernde Spaziergänger zu seiner Begleiterin, während der Alltag des Schäfers anderes erzählt. Monsieur blutete an der Stirn, war noch rechtzeitig abgesprungen, bevor sich der Traktor am Abhang mehrmals überschlug. Nur eine kleine Wunde, halb so schlimm, sagte er kurz danach. Und Wochen später sagte er, ich wurde damals neu geboren. Meinte, der Wind weht, wo er will. Auf der Terrasse. Ein abnehmender Mond, ähnlich einer gebogenen Nadel. Eine Eule schreit, die Bäume am Waldrand sehen wie schwarze Schatten aus. Das Unheimliche dieser Nacht kommt auf Fledermausflügeln, setzt sich mit an den Tisch und bleibt, bis es nach dem 7. Glas Wein einen Schluck aufbekommt und verschwindet. Die Fliege, grünschillernd, sitzt auf meiner Hand. Warum sollte sie weniger wert sein als Goethe? Sie putzt sich, ihre grazilen Bewegungen dabei schreiben sich ein ins Gedächtnis. Ihr Summen beim Wegfliegen klingt nach 80% Widerstand, gemischt mit 20% Trauer und ist dem bejahenden Schweigen entgegengesetzt. Zypressen, hoch wie gotische Säulen und alte Pinienbäume, die ein Dach bilden, säumen die Einfahrt. In diesem Dom gibt es kein Bild einer Seelenwaage, kein Fresko von Höllenstrafen, keine Skulptur, die die Synagoge verdammt. Die hoffnungsfarbe Grün gibt hier den Ton an. Auch dafür sei Dank.
Bedanken möchte ich mich ebenfalls für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Ruth Lenz-Tichai wohnt in der Nachbarstadt Fürth. Sie ist Autorin von Kurzgeschichten, veröffentlicht sie in Anthologien, betreibt den Blog Fregattensommer. Am meisten von der Literatur schreibt und liebt sie die Lyrik. Sie ist Mitglied im Fränkischen Autorenverband. Stadtgrün, der Reihenhausgarten für Mensch und Tier. Das größte Terrain gehört einer Schildkrötenzucht. Jeden Tag Biosalat, Granitplatten senkrecht, umzäunen das Geviert. Eine Steinplattenhöhle gibt den gepanzerten Schutz. Am Ende des Gartens Bonsai-Topf an Bonsai-Topf. Vogelhäuschen auf Stangen. Im quadratischen Miniteich schwimmen Goldfische. Zick, zack, wir lieben Tiere. Den Menschen verspricht eine Holzterrasse Entspannung. Weidenbäumchen im Kübel, zwei liegen im Sommer begrünt, ein Kunstrasen, die Bretter. Der Kirchengarten von einst. Der Kirchengarten von einst, ein verlorener Platz. Heute Mauern und Fenster, mehrere Stockwerke hoch, ein Haus für Senioren. Der Armengarten von einst, das Türchen quietscht, ein Weg links am Rondell mit den Stiefmütterchen, Beete mit Schnüren abgezirkelt. Der Kindheitsgarten von einst, alte Leute bereiten dem Kind ein Brot, dicke Schnittlauchröllchen, schmücken das Festmahl. Das Kind zieht ein Radieschen mit Erde, hüpft zum Wasserhahn, im Mund köstliche Schärfe. Der Kirchengarten von einst, in jedem Radieschen. Weltende. Wir rüsten uns mit Funktionskleidung und Kreditkarte, die Wanderschuhe eingelaufen für ausgetretene Pfade. Die Jakobsmuschel baumelt, trunken vom Weg Visionen und Stempel sammeln in den Kirchen. Am Ende der Welt, am Meer, schottet uns die Meerenge ab von den Booten, den orangenen Muschelschalen, Rettungsweste an Rettungsweste, Stempel in Häfen für die Nicht-Ertrunkenen. Hans-Peter Zwissler lebt in Schweinfurt, hat dort die Gruppe, die Schweinfurter Autorengruppe Li Trio gegründet, ist auch Sprecher dieser Gruppe. 2020 erschien sein 7. Roman Österle und Escher. Das ewige Leben. Höchstwahrscheinlich sind wir nicht die Einzigen. Es wird auch in anderen Familien so etwas geben, eine Art Familienguru, also die Person, die über alle hinausragt, zu der aufgeschaut wird, deren Rat oder Einmischung besonderes Gewicht hat und unterwürfig fast auch gesucht wird. Bei uns war es Onkel Bernhard, Dr. Bernhard Esslinger, dem diese Rolle zukam. Er hat es bis zum Vorstandsvorsitzenden eines deutschen Großkonzerns gebracht, zu einem Höhenflug an Einkommen, Macht und öffentlicher Geltung. Klar, dass er nie ans Aufhören dachte. Selbst dann noch nicht, als schon Nachfolger für ihn in den Startlöchern standen und auf den Wirtschaftsseiten einschlägiger Journale gehandelt wurden. Als es dann doch ans Aufhören ging, fand ihn der Konzern mit einem Altersruhegeld von jährlich 1,5 Millionen Euro für seine vergangenen Verdienste ab.
Onkel Bernhard richtete sich in der Altersruhe ein, so gut es eben ging. Er hatte nicht gelernt, ohne aktuelle Bedeutung zu leben und fand es sinnlos, mit Tante Erika, seiner Frau, der Schwester meiner Mutter, mit der seine Ehe kinderlos geplant oder geblieben war, durch seinen parkähnlichen Garten zu gehen und hier und da eine Rose zu schneiden. Aus diesem Leben wurde er im Januar des vorvergangenen Jahres durch einen Schlaganfall ins Koma geworfen, in dem er seither über eine Sonde ernährt, mit offenen Augen verharrt. Anfänglich dachte man noch, es könnte sich bessern. Als diese Hoffnung aufgebraucht war, trat ein Familienrat zusammen. In einem von Onkel Bernhard Seifs war eine Patientenverfügung aufgetaucht, in der er verfügt hatte, keinesfalls so oder ähnlich am Leben bleiben zu wollen. Das widersprach seinen Prinzipien, wie der Mensch zu sein und zu funktionieren und was er zu leisten hat. Der Familienrat diskutierte nach Art eines Konklaves, das nicht verlassen oder geflohen werden darf, bis weißer Rauch aufsteigt. Es dauerte quälend lange, bis mit 8-2 Stimmen beschlossen war, von der Patientenverfügung Onkel Bernhards keinen Gebrauch zu machen und diese wieder in den Safe zurückzulegen. Mein Vetter Tim hat mir Monate später an der Theke einer Bar die Diskussion zu schildern und dabei die Beteiligten zu charakterisieren versucht. Onkel Siegfried, katholischer Laientheologe, habe keine Bedenken gehabt, Onkel Bernhard abzuschalten. Meine Mutter habe sich aus familienkulturellen Erwägungen heraus vehement dafür eingesetzt, Onkel Bernhard weiterhin zu pflegen. Noch in seinem Koma erschien er ihr als die große Leitfigur unserer Familie. Er selber habe für die Missachtung der Patientenverfügung gestimmt, aus dem rein persönlichen Grund, Onkel Bernhards Willen, der in unserer Familie stets wie heilig gehalten worden war, ein letztes Mal zu widersprechen. Er habe mit seinem Abstimmungsverhalten einen Schlussstrich setzen wollen für sich selbst, nicht für Onkel Bernhard. Nach dem 5. Cuba Libre musste Tim aufs Klo. Als er zurückkam, war ihm anzusehen, dass ihn noch ein Gedanke quälte in der Abwägung, ob er ihn vor mir aussprechen sollte oder nicht. Er sagte: Du kennst diese rumänische Pflegekraft, die unseren Onkel Bernhard fulltime zu betreuen. Dafür werden ihr, habe ich in Erfahrung gebracht, 1600 Euro im Monat ausbezahlt. Macht 53 Euro pro Tag. Während unser Onkel Bernhard aus seiner Abfindung täglich 4109 Euro einzieht. Die Differenz fällt Tag für Tag in den Erbtopf unserer Familie. Und deshalb, mein Lieber, fürchte ich inzwischen, bleibt unser Onkel Bernhard zu einem ewigen irdischen Leben verdammt, offenen Augs und gegen seinen erklärten Willen. Matthias Dachwald ist Lyriker, Essayist, Ausstellungsmacher, Kunstwerker und Kulturarbeiter und lebt und arbeitet in Europa und dabei meistens in Franken. Er schrieb zudem Hörspiele und Theaterstücke. 2020 erschien von ihm Corona-Lyrik-Tagebuch, Gedichte aus einer stillstehenden Welt. Choral der Nacht. Irre sog die Nacht an den Nacht will Träume bringen. Stirnlappen meiner Gehirnfalzungen vergeblich ihr Anrennen, Gedanken verharrten Sturmeisern und trübten das Rieseln in der Sanduhr. Immer trübten sie es sumpfig, braun, grün, grau, weiter,
aber immerhin versuchte sie es in Neumondperioden, in Vollmondperioden. Immer sog die Nacht. Sie konnte nicht anders. Alle 12 Stunden oder so kam sie. Ich komme. Und versuchte es erneut. Liebe dich. Dabei tat sie so, als seien meine Gedanken nicht echt. Du bist es auch nicht. Als wären sie nicht real. Irreal. Als wären sie nicht. Nur ich weiß. Bin ich etwa der Herr meiner Gedanken? Schön wär's. Dann könnte ich es der Nacht ja sagen, und sie müsste sich nicht so anstrengen, denn dann wüsste auch sie es. So aber blieb die Nacht ahnungslos und fast schon dumm, also dumm wie die Nacht. Wahrscheinlich kommt es daher, wie alles irgendwo herkommt, was wir aber nicht wissen können. So ist es manchmal. Heute irrt die Nacht nicht, ihr dunkles Kleid, ihre schwarzen Lippen saugen wieder an meinen Gedanken, als wollten sie tatsächlich dabei. Ist das doch auch blöd. Was will sie denn damit? Auf den Trödelmarkt kann sie nicht verkaufen, denn der ist ja meist am Tag und da schläft sie. Dank ihrer kann ich nicht beglücken, kann dich nicht befrieden, da alle ich einfangen muss, um sie dir zu Füßen wieder zu legen, Spuren in aller Richtungen, durch die Verästelungen der DNA, eine Befreiung. Die Künstlerin nennt sich Susi Südstadt. Susi Südstadt ist eine geborene Lang, eine Susanne Maria. Sie ist Ureinwohnerin von Nürnberg und freischaffende Allround-Künstlerin. Außerdem gibt sie Jodelkurse. Hallihallo, mein Name ist Susi Südstadt. Was soll das? Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Denke über die Welt, Sinn und Sein, beneide gedankenlose Menschen, die trotzdem sind. Ich denke, also bin ich. Aber wer im Hohes Hu der Denker? Vordenker? Nachdenker? Bedenkenträger? Ich denke, also bin ich. Und Sie denken immer noch? Oder meditieren Sie schon, um herauszufinden, ob Sie überhaupt sind? Die Quantenphysik stellt dies in Frage. Vielleicht ist unser Sein nur eine Illusion, ein Schein. Dann müsste es heißen, ich dachte, also war ich am Ende gar nicht da. Ein Nichts, ein Niemand und das trotz Denken. Ich bin verwirrt. Oh nein, mein Gott, das darf nicht sein. Jetzt drängt sich auch noch das Undenkbare, dieser Gedanke von einem Schöpfer in mein Hirn hinein. Ich denke, also bin ich's, dachte Descartes. Und Sie, meine Damen und Herren, üben Sie immer noch diese anstrengende Tätigkeit des Denkens aus oder überlassen Sie es bereits anderen, andersdenkenden Experten, Politikern und Medien? Ich denke, also noch denke ich. Aber wenn ich gar nicht bin, dann hat das ja gar keinen Sinn. Dankeschön.